Die Sportarena wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Bergbahnen Gargellen. Herzlich willkommen in der Vorarlberghalle. Eiszeit im Ländle berichtet in dieser Ausgabe ausführlich vom Vorarlberger Derby der 9. Runde in der International League zwischen der FC IVU Feldkirch und dem EHC Bregenzer Wald. Ja, ein unterschiedlicher könnte eigentlich die Vorzeit für dieses Derby gar nicht sein, denn es hat sich bereits am Samstag einiges getan. Es hat ja an diesem Wochenende eine weitere Runde gegeben. Da hat der EHC Bregenzer Wald die erste Heimniederlage hinnehmen müssen. 1:4 gegen den EK Zellemsee war doch recht deutlich. Die VU Feldkirch hingegen hat aufgezeigt, Auswärtssieg in Meran, das gibt viel Selbstvertrauen für dieses Spiel heute, aber Derby hat eigene Gesetze und wir sind mal gespannt. The team is ready for this game today. I believe we made some changes in the lineup, but we know what we're gonna face today. Last year champion and we're gonna beat them. We wanna beat them at home. Take your wins in Meran, the team maybe is very strong. Yeah, I know they're strong. They have a really good start of the season. They are a big team. It's a complete different team what I have seen on the preseason and the rules that I have now. But so yeah, for sure it's going to be a really tough game. Die Halle fühlt sich langsam und Martin Böckle hat sich bei den Fans umgehört, was sie sich von dem heutigen Derby so erwarten. Ja, Derbys sind immer andere Richtlinien, immer gefährlich. Der Bregenzer Wald, er hat sich sehr gut verstärkt mit der neuen Legionär, teils sind sie auch geblieben. Aber VU ist schon sehr gut gestartet und also erwarten wir heute einfach ein richtiges Derby. Ja, ich sage jetzt, nein, 3-0 nicht, der Bregenzer Wald haut da sie nicht. Sehen wir so, 4-2 vielleicht, sag ich. Ja, wünsche hätte man da 5-2, aber gestern das Spiel und Wälder heute das Spiel, also von der vorigen Form, was sie kamen, da 5-2, 5-3, aber jeder Tag ist halt anders, oder? Und dann aber zufrieden, wenn es ein Sieg wird. Und damit ist alles gesagt, rein ins Derby, viel Spaß. Tolle Zuschauerkulisse in Feldkirch. Über 2000 Fans wollten das Spiel zwischen der VU und dem EHCB sehen. Und Feldkirch legte den besseren Start hin. Die Wälder waren nach der Niederlage vom Vortag gegen Zell doch ein wenig verunsichert. Feldkirch hingegen schien den Elan des Auswärtssieges mitzunehmen. Nach 6 Minuten war es die Nummer 17 der Feldkircher Patrick Meyer, der den ersten Treffer in diesem Spiel markierte. Zu diesem Zeitpunkt war Feldkirch überlegen. Dann erfingen sich die Wälder und es gab Möglichkeiten auf beiden Seiten, wobei man sich doch gegenseitig kontrollierte. Und so gab es in Drittel 1 keine weiteren Tore. Wir nutzen die Drittelpause und wechseln zum HC Samina Rankweil in die dritte Schweizer Liga. Damit sie im Winter zu Hause auch spielen können, musste zunächst fest gearbeitet werden. Wer Eishockey spielen will, braucht Eis. In Rankweil braucht es aber gleich 2 wichtige Komponenten. Es muss auch richtig kalt sein, dass man Eis hat. Denn der Eisplatz in Rankweil ist ja eine Freiluftarena. Und so waren am Wochenende die Eismeister und die Eishockeyspieler des HC Samina Rankweil gemeinsam am Werkeln. Also wir machen das im Team und so funktioniert es. Das heißt also alle, die den Eisplatz nutzen, die Vereine helfen mit und dann mit gemeinsamer Kraft setzen wir das um. Vor 6 Jahren war das erste Mal für mich, da war ich noch Spieler in Rankweil. Da war ich natürlich überrascht, wie das läuft. In der Zwischenzeit zelebrieren wir das. Auch für Spielertrainer Michael Koppas ist das eine Selbstverständlichkeit. Rankweil ist unsere Heimat und eigentlich oder Open-Air-Arena in Rankweil, das ist ein Klassiker in Vorarlberg und das ist unser Eishockey. Ja. Normalerweise zaubern die Spieler auf dem Eis, jetzt sah man sie beim Hackeln an der Bande. Werner und Paolo sind seit Jahren für die Freiluftarena auf der Gastra zuständig. Bei ihnen ist auch der Aufbau schon Routine. Kult ist auf alle Fälle. Wir haben in der Saison, also ich bin schon der 8. Saison da und erlebe immer zwischen 20.000 und 25.000 Besucher. Und da sind noch die ganzen Vereine noch zusätzlich. Also es geht wirklich los. Polo hat gesagt, ihr sollt zu dir ins Low Harbor kommen. Was machen wir da im Moment gerade? Jetzt haben wir gerade den Schluss von der Bande nach hinten. Die letzten, und das ist der schwierigste, den passt alles.
dann ist im Grunde genommen alles wieder zusammen, dann kann nur noch das Eis kommen. Wie ist das eigentlich mit deiner Schlüssel? Muss man da jedes Einzelne kontrollieren? Ja, man sieht es dann, wenn man Glykol drin hat, jetzt ist es leer. Wenn man Glykol füllt und dann Kälte reinlässt, dann geht es erst überall einen Riefer rauf. Und wenn der Riefer da ist, überall, dann kann man Wasser aufspritzen. Jetzt ist die Freiluftarena fast noch älter wie die Vorarlberghalle. Aber so ein Zwischenfall wie der Vorarlberghalle kann Rangquell nicht passieren? Das kann bei uns nicht passieren. Wir haben keinen Ammoniak. Wir haben normale Frostschutz in der Glykol-Wassergemisch. Während unser Eins im Winter gerne auf der Couch liegt, anstatt zu frieren, mögen es die Eismeister lieber frisch und knackig. Was hat ein Eismeister eigentlich lieber, wenn es minus 10 Grad hat oder wenn es da so fein ist wie jetzt? Wir Eismeister haben die 5 Grad minus, ist unsere ideale Zone. Wenn geht die Saison offen, also wie ist geplant, wann können wir starten? Geplant ist am 3. November. Es kommt das Wetter natürlich drauf an, oder? Aber geplant ist am 3. November. Mir kannst du es jetzt noch sagen, wie bist du zufrieden mit den Eishockeyspielern? Eishockeyspieler, super. Echt super, die sind da, wenn man sie braucht, sind scharf und Eishockey und der Eisschützenverein genauso. Und ab geht's jetzt mit Drittel 2. Hinein in den zweiten Abschnitt, bei dem der EHCB schwungvoll startete und auch die Möglichkeiten hatte. Doch in Minute 24 war es wiederum der starke Patrick Meyer, der die Möglichkeit nützte und so stand es 2:0. Rätselraten auf der Bank der Wälder. Schon ein wenig Durchschnaufen bei der VEU. War das 2:0 richtungsweisend für den nächsten Erfolg? Leider dann aus Sicht der VEU war dem nicht so. Man holte sich nämlich eigentlich dumme Strafen ab und so konnte der Meister in Überzahl agieren und nützte das auch. In Minute 26 war es Christian Bahn, die Nummer 9 der Wälder, der auf 1:2 verkürzte. Alles wieder offen. Dann ging's hin und her. Minute 32, der EHCB wieder in Überzahl und voll am Drücker. Und siehe da, Antti Kaupila machte das Tor zum 2:2. Schnell geht's im Eishockey. Und einem spannenden Schlussdrittel stand nichts mehr im Wege. Auch Prominente sind immer wieder beim Eishockey. Wir haben Timo Scheider getroffen. Timo, das sind so die schönen Auftritte. Saison ist beendet. Heuer vielleicht nicht ganz so gut. Aus deiner Sicht, wie ist die Saison verlaufen? Ja, war ein schwieriges Jahr. Wir haben viele technische Probleme gehabt. Wir haben viel strategisch leider falsch gemacht. Am Ende des Tages mit PCN in der Meisterschaft ganz klar enttäuschendes Jahr. Aber wir haben die Performance gehabt. Das war gut. Das heißt, der Speed war da, wenn wir alles hinbekommen haben, aber am Ende wollen wir natürlich um Titel fahren und das muss auf jeden Fall 2014 wieder das Ziel sein. Aber nach wie vor populär, die DTM natürlich, spannend immer die Rennen. Du hast einen jungen Mann hier mitgebracht. Ja, Adrian Tombe, mein Teamkollege in der DTM, seit 2 Jahren bei Audi. Jemand, der unglaublich schnell ist, ist der Sohnemann von Patrick Tombe, der im einen oder anderen bekannt aus der Formel 1 damals. Von daher ist der Adrian jetzt in Lochau sehr, sehr oft mit mir unterwegs und wir genießen das. Ja. It's your first time here in Feldkirch, ice okay? Yeah, it's the first time. I think I enjoy it quite a lot. It's nice to be here with Timo and have fun, you know, out of the racetracks. VU am Anfang da überlegen, aber es hat sich ein bisschen gewendet. VU überlegen, ja, aber der Bregenzerwald ist im zweiten Drittel ein bisschen besser gekommen. Felke hat ein paar dumme Strafen gemacht, hat ein bisschen kleinlich gefiltert vom Schiedsrichter. Im Powerplay gut gespielt oder Felke ein bisschen zu wenig aggressiv und durch das sind die Tore gefallen. Da ist noch gar nichts entschieden. Wer wohl als Sieger vom Platz geht, ab ins nächste Drittel. Der Schlussabschnitt war dann nichts für schwache Nerven. War am Anfang geprägt durch Kontrollieren. Nur nicht den möglicherweise vorentscheidenden Fehler machen. Und so verstrichen auch die Minuten. Trotzdem gab es hier brenzlige Situationen und für die Zuschauer war es zum Teil zum Haare raufen. Den jungen Eishockey-Fans schien es zu gefallen. Am Ende gab es das Unentschieden und zumindest mal einen Punkt. So ging es in die 5 Minuten Overtime. Und da hätte der Wald den Sack gleich mal zumachen können. Doch auch in diesen 5 Minuten blieb es torlos. Also ein Penaltyschießen. Bei dem sich zunächst Fekete als treffsicher erwies, auf der anderen Seite war Linus souverän. Beide Torhüter zeigten sich stark und am Ende war das Glück dann auf Seiten des EHCB.
Johannes Linz machte mit seinem Penaltytreffer die Wälder zu den Glücklicheren des Abends. In Lustenau hatte man vor zwei Wochen noch das Penaltyschießen verloren. In Derby 2 in Feldkirch gelang nun der Erfolg. Wir haben uns stark begonnen, haben 1-0 geführt. Erster Drittel super gespielt. Hin- und Hergang war ein super Derby. Im zweiten Drittel 2-0 geführt. Halt super. Und dann sind eben die Strafen gekommen. Das hat uns ein kleines den Rhythmus draus gebracht. Wir haben gestern nicht so gut gespielt. Wir haben heute auch nicht so gut gestartet. Wir waren 1-0 hinten. Wir kriegen das zweite Tor. Aber es ist eine große Stärke von uns. Das haben wir letztes Jahr angefangen zum Aufbauen. Dass wir eine Mannschaft sein, die eigentlich nie aufgibt. Also ob wir jetzt einen Rückstand haben, ein oder zwei Tore, das ist im Eishockey gar nichts. Und das ist eine Stärke von uns und das haben wir schon öfters bewiesen und das war heute auch wieder so. Ja, that's big points is always important to take some points outside. And for us it's really important. I have never lose against Falkirch in Falkirch. So this is really, really fun to win here one more time. I know that Guntram have played 700 games for Bregenzerwald. I've never win in Falkirch. So that's really fun too. Ja, hinter uns fährt schon die Eismaschine wieder. Alles ist eigentlich ruhig, aber ich glaube, es war ein spannendes Derby. Ja, sehr spannendes Derby. So soll es natürlich sein. Die Eiszeit im Ländle mit allen Informationen über die Vorarlberger Vereine. Wir haben eine eigene Facebook-Seite. Es lohnt sich, da drauf zu schauen. Ja, Eiszeit im Ländle. Da sind Sie ständig informiert über Vorarlbergs Eishockey. Ja, wir haben jetzt wieder ein paar Tage Pause. Wir werden dann nächstes Wochenende berichten. Da spielt die VU zu Hause. Und Bregenzerwald, eine schöne Zeit. Die Sportarena wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Bergbahnen Gargellen.